Willkommen zum Social Media Summit 2011 in Wiesbaden und neben mir steht ein Premium-Cola-Produzent, würde ich jetzt mal sagen. Stell dich doch einfach selbst vor. Ja, moinsen, mein Name ist Uwe Lippermann, ich bin Premium-Cola-Hersteller auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick bin ich sowas wie ein User-Generated-Getränke-Mogul. Das heißt, ich mache das Ganze Open Source mit 16 Partnermarken zusammen und unter anderem auch Social-Media-Kommunikation, deswegen bin ich heute hier. Wunderbar. Und wir steigen eigentlich zuerst mal mit dem Thema Social Media ein, etwas ungewöhnlich. Wie würdest du dir ein Social Media Tier vorstellen? Was wäre das für ein Tier, wenn Social Media ein Tier wäre? Also Social Media ist auf jeden Fall im Moment eine Sau, die durch alle möglichen Dörfer getrieben wird. Keiner weiß eigentlich, was damit genau auf sich hat, aber alle reden irgendwie mit. Jeder kann's und selten wird's richtig gemacht aus meiner Sicht. Okay. Und du meintest schon, du hältst hier einen Vortrag zu Premium Cola und wie ihr Kommunikation betreibt. Heute ist es ein Diskussionsbeitrag zusammen mit einem anderen Herrn auf dem Podium. Okay. Und da wird es darum gehen zu erzählen, was bei uns angeblich besser funktioniert als bei anderen und welche Gründe das vielleicht hat aus unserer Sicht. Und wenn man sich näher über eure Unternehmung informieren möchte, wo geht man da am besten hin? Das hängt davon ab, wie viel Zeit du hast. Es gibt natürlich die Homepage, wo du auf der Startseite drei Häppchen findest, 5, 10 oder 30 Minuten Intensität. Okay. Du kannst aber auch 6 Stunden lang die Homepage lesen, so lange dauert das insgesamt, habe ich mir sagen lassen. Okay, und jetzt sag nochmal die Homepage. Premiumcola.de. Das ist einfach. Und jetzt einfach mal ein Blick in die Glaskugel. 5 Jahre vergangen, Social Media ist tot, ein laues Windchen, angekommen in jeder gesellschaftlichen Form. Oder ist vielleicht doch noch weiterhin diese Sau? Was ist es? Ich hoffe, es ist weiterhin eine Sau, und zwar im Sinne von Massenkompatibilität. Denn mein Kernthema ist, dass durch Social Media unter anderem sich die Machtverhältnisse zwischen Konsumenten und Unternehmen gedreht haben. Und Unternehmen, die das nicht kapieren, die werden in 5 Jahren ganz böse dastehen. Und wer das gut macht und seine User mit einbezieht und eben jedes Schwein auch hört, auf Deutsch gesagt, der wird letztlich gewinnen. Okay, also uns stehen rebellische 5 Jahre bevor. Und ich hoffe. Du hoffst. In 5 Jahren treffen wir uns wieder und machen einen Realitätscheck. Es hat geklingelt, es geht los. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für das Interview. Und ein weiteres Interview folgt, sobald ich einen Kandidaten gefunden habe. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.